was in dieser Folge passieren wird. Liegt natürlich einerseits echt an unseren kaputten Komponenten, da will ich nicht vors Auto fahren, das wäre unfair. Da können wir aber, oh mein Gott, Alter, da rutsche ich. Kommt er schon vorbei, ist aber außen, da ja, zieht er den kürzeren, die Reifen verhaken. Und bei uns raucht, Leute. Das ist so ein bisschen der Nachteil des Motors und ach du Kacke, der. Was geht, Leute, und ein herzliches Willkommen hier aus Budapest in unserer zweiten Staffel in unserer F1 23 mein Teamkarriere, wie immer mit Audi. Wir hatten echt gute Rennen in den letzten paar Rennen, aber es kann natürlich immer noch besser sein. Wir waren am Podium, war aber wieder kein Sieg. Also, und heute male ich mir dann noch weniger Chancen aus. Denn Budapest, wir wissen, ist eine Strecke, die, naja, 4,3 Kilometer, 14 Kurven und eine ewig lange Renndistanz, 2 DS-Zonen, aber ja, die sind leider nicht der Rede wert, denn die bringen halt kaum was. Bester Überholspot, vermutlich Turn 1. Es ist, ja, ab hier ins Qualifying rein. Ich bin sehr gespannt. Michael Schumacher, unser Teamkollege, der wird auf jeden Fall für ein bisschen Klarheit sorgen. Und der, ja, weist mich auch in die Schranken. Der zeigt mir, wo ich gerade stehe. Turn 1, gut erwischt, schön. Leichter Heck gekommen, deswegen auch hier nicht komplett ausgefahren. Hat ein paar Zehntel gekostet. Ist aber jetzt, glaube ich, auch nicht so schlimm. Gerade Ungarn ist halt eine Strecke. Da brauchst du halt wirklich ein Auto, auf das du dich hundertprozentig verlassen kannst. Und ja, da bin ich halt bei meinem Auto absolut nicht. Hier geht's rauf in die Kurve, wo Massa seinen Federunfall hatte. Full Risiko hier genommen. Richtig über den Körper drüber gebrettert. Rechts sind natürlich nicht auf diesem Betonzeug drauf. Und beim Rausbeschleunigen viel mitgenommen. Jetzt kommt eine Kurve, wo man viel falsch machen kann. Doch wir, glaube ich, haben es hier einigermaßen gut überstanden. Jetzt geht es ein bisschen in diesen Flow-Sektor, wie ich ihn gerne nenne. Eine Kurve nach der anderen, die eigentlich alle vom Scheitel her sitzen müssen. Vom Lenkvermögen und vor allem auch vom Gas her. Beim Rausbeschleunigen kommen wir weit neben die Strecke. Ich weiß, das wäre im Real Life. Also bei strengen Regeln wäre das auf jeden Fall die Runde gestrichen worden. Wir haben aber hier Purple, dennoch im Mittelsektor. Und ja, jetzt geht es noch einmal in die beiden letzten langgezogenen Kurven, dass es Yin und Yang gefühlt. Denn einmal so, einmal nach links lang, einmal nach rechts lang. Und ja, Ling und Lang. Das ist tatsächlich der zweite Platz. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Vor Lando Norris, der von Platz 2 starten wird. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Hamilton, Sainz. Verstappen, der Wissenschaftler. Perez, Albon. Gasly, Ocon. Russell, Oscar Piastri. Magnussen, Bottas. Stroll, Tsunoda. Joe, Hülkenberg. De Vries, Doohan. Michael Schumacher und Logan Sargeant. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Was soll ich euch sagen? Es ist der 6. Platz geworden und das hier in Ungarn. Let's go! Wir beugen uns der Strategie und nehmen auch die roten Reifen. Links der Red Bull in Max ist richtig grottig. Nein, das war ja Max, ist richtig grottig weggekommen. Und Checo richtig gut, das ist auch interessant und hier kam es zu beinahe Crash. Ich musste wirklich ewig warten, dass ich hier vorbei kann, unser Motor ist ein bisschen lediert. Auch das Getriebe ist durch und ja, 77%, das wird auf jeden Fall eine lange Reise und da verschätze ich mich und Gott sei Dank war das kein Flügelschaden. Wir haben den nämlich auch aufs Mittel eingestellt, also Standard und ja, da müssen wir jetzt echt aufpassen, das darf nicht mehr öfters passieren. Gott sei Dank ist da doch bei beiden nichts passiert. Jetzt geht es hier rauf in den Sektor und ich glaube auch, ja, vom Platz her wird es nicht weiter nach vorne gehen. Boah, da rutschen wir richtig neben die Strecke. Vom Platz her wird es nicht weiter nach vorne gehen. Wir müssen vermutlich eher gegen die Leute hinter uns kämpfen. Unser Glück, Albono, der ist jetzt hinter uns. Der kann uns vielleicht ein bisschen die Top-Teams vom Hals halten, sprich beide Red Bull, sprich Leclerc. Und ich glaube auch ein Mercedes sollte da hinten irgendwo im Getummel sein. Einer führt hier an, das muss dann Russell vermutlich sein, genau. Nein, das ist Hamilton. Hamilton könnte hier seinen 9. Sieg holen und den Allzeitrekord brechen. Das sehr, bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob das der Fall sein wird. Egal jetzt mal. Jetzt hier letzte Kurve durch und wir konnten uns immerhin gut halten. Es sind nur knapp eine halbe Sekunde, die uns hier auf Carlos Sainz fehlen. Ich will jetzt auch nicht unbedingt um jeden Preis hier irgendwie Dritter oder so werden. Das ist absolut nicht mein Ziel.
Ich möchte nur bis zur dritten Runde auf dem dritten Platz bleiben, um mir dann das DRS zu gönnen. Ja, Lando Norris, gerade auf so Strecken, wo man es nicht erwarten würde, ist er immer vorne mit dabei. Zuerst, wo war das denn? In Silver? Nein, das war, erst vor kurzem, war Lando auch vorne mit dabei. Und ja, dann hat er irgendwie leider den, den Vormarsch verloren und das war Kanada. Das war Kanada auf jeden Fall. Und da geht's wieder weit neben die Strecke. Ich bin voll am Limit mit was das bedeutet wirklich. Also ich bin hardcore am Pushen, dass ich nur dranbleiben kann in dieser Gruppe. Ob das natürlich jetzt das Ziel ist, ist eine ganz andere Sache. Nur ich glaube mal, wenn ich einmal im DRS drin bin, jetzt gucken wir mal die Start Replay hier an. Und aus der ersten Startreihe ist da tatsächlich, nein. Oh mein Gott, Leclerc hat einen richtig grottigen Start. Der ist gestanden, Leute, der ist gestanden. Wir konnten uns da irgendwie durchschlängeln und fett verbremst. Also der Start von Leclerc, der hätte viel besser enden können. Und Russell fährt da wirklich vom dritten Platz auf den ersten davor. Eine tolle Leistung war das von Russell. Also mit dem habe ich gar nicht gerechnet, dass der da boah, so weit hinten startet. Nein, das ist Hamilton, Idiot. Hamilton ist von ganz hinten nach vorne da gestartet. Wir sind in der zweiten Runde und jetzt, ja, ergibt sich ein bisschen ein Muster. Der Mercedes kann vorne davon sein, das ist Lewis. Und wir kommen hier aber auch sexy gut noch nach. Ich würde mal sagen, ja, wir müssen auch ein bisschen auf die Reifen schonen. Und da gehen wir ganz spät raus. Sainz lässt das zu, Turn 1, glaube ich auch ähnlich wie in Monaco, die einzige Überholmöglichkeit hier. Natürlich kann man es auch ja, hier probieren, irgendwie außen oder so. Oder auch generell oben da, aber das sind halt alles so, da muss dein Gegner wirklich viel langsamer, viel schwächer sein. Und da kommt Leclerc, da kommt Sainz uns, ist ja gar nicht Leclerc, es ist Sainz, der uns hier jagt. Da kommt Sainz hier richtig nah dran. Ich sag die ganze Zeit Leclerc, ich Idiot. Leclerc war ja hinter uns, oder? Ja. Da kommt Sainz uns richtig nah wieder, weil ich da nur ein bisschen aufs Gas gekommen bin. Jetzt hier im Sektor, wir können auch noch Norrie gut folgen. Ich glaube aber auch, dass das mit Sainz nicht lang halten wird. Also der wird uns da richtig unter Druck setzen. Hier kommen wir gut raus aus der Kurve. Wir verlieren aber wieder eine Zehntel. Und jetzt sind wir draußen aus dem DRS von Norris locker draußen. Und als Sainz drückt da noch Albon kann gut folgen. Liegt natürlich einerseits echt an unseren kaputten Komponenten. Da will ich nicht vors Auto fahren, das wäre unfair. Da können wir aber, oh mein Gott, Alter, da rutsche ich hardcore aus der Kurve raus. Und da ist der Carlos Sainz schon vorbei. Ja, da können wir auch kaum mehr kommen. Und jetzt bremst er einfach mitten in der Kurve. Was macht er denn hier? Ja, da kann ich auch mich kaum wehren. Der ist da einfach wirklich viel schneller gewesen. Hatte natürlich das Privileg in Turn 1 innen durchzustechen. Da probiere ich auch noch mit allen möglichen Mitteln hier dran zu bleiben. Das bringt aber alles nichts. 18. jetzt immerhin noch vor Leclerc. Das ist der vierte Platz. Das wäre immer noch ein tolles Ergebnis. Wobei ich auch nicht dem Braten traue, also den fünften rechne ich eher, denn wir sehen es ja, Albon ist 1,5 Sekunden jetzt draußen, ich liebe es auch immer, gerade so in dem Formel 1, am Ende eines Stints, gerade so eins per Runde, bevor man reinkommt in zum Stop, ist die KI wirklich so viel schwächer, also zu Beginn und zum Anfang und zum Beginn eines Stints ist die KI wirklich mega schwach. Und während des Stints sind die wirklich unberechenbar. Also die sind so, also unberechenbar ist das falsche Wort, die sind wirklich strong as fuck. So unfassbar stark, wie die da teilweise sind, das ist unglaublich. Wirklich unglaublich. Ja, aber jetzt hier mal haben wir eine härtere Nuss hinter uns. Die Reifen sind wirklich, ja, ich meine, wir haben erst 36%, aber die sind durch. Jetzt gehen wir auch in die Box rein, Runde Nummer 11. Und ich denke mir auch so, boah. Das war das Maximum, was da wirklich noch ging. 82, das backt immer herum. Trotz Update backt das immer noch. Und ich habe nur ein Bitte, Box verkackt. Bitte, Box verkackt das. Bitte nicht. Es ist gelb, also keine Überholmöglichkeit. Und ja, 2,4 war stabil. Da kommen wir auch easy vor den Leclerc raus. Ich habe mir auch nicht erwartet, dass Ferrari da einen tollen Stop hinwirft. Walter Bottas ist draußen. Ja, schade, aber ja, ist jetzt auch eher so, oh mein Gott, die Reifen sind so kalt, noch Bottas hier links neben uns, da geht eh keine Überholmanöver, jetzt wird es interessant werden, Max immer noch hinter uns, der hat sich aber mit einem früheren Boxenstopp richtig hier nach vorn gearbeitet, der sitzt direkt an Charles Leclerc dran, wir müssen, boah, da komme ich richtig neben die Strecke und da kommt er schon vorbei,
ist aber außen, da ja, zieht er den Kürzeren. Das wird eine interessante Sache. Jack Doohan, ich war schon in der Box und alles ist 7 Sekunden jetzt weg. Also nach vorne hin ist keine Luft. Nach vorne hin ist absolut keine Luft. Also genug Luft, weil ich nach vorne hin einfach gar nicht mithalten kann. Jetzt sind wir hier in Michael ist auch drin, ja. Auch der gute Leclerc, der ist hinter uns rausgekommen. Es war gar nicht Leclerc da. Das war dann ein Mercedes. Das muss dann Russell gewesen sein. Der ist auch hinter uns rausgekommen. Und auch Perez, der fährt. Der ist der Letzte, was da vorne fehlt. Ja, und es sind noch wirklich 12 Runden. Das bedeutet, wir haben noch mehr als das, was wir jetzt, oder circa noch gleich viel, als das, was wir jetzt gefahren haben. Leclerc schießt hier innen vorbei. Vielleicht können wir uns dran arbeiten, vielleicht können wir dranbleiben. Ja, da bleiben wir außen. Da geht's jetzt. Wir bleiben fast auf einer Höhe mit Charles Leclerc. Jetzt ist er außen. Ich bleibe auch auf diesem Betonwurst, weil ich ihn da nicht irgendwie runterdrücken will. Und da können wir uns wirklich gut noch wehren. Das würde ich sagen, war ein sauberer Konter von uns. Und da müssen wir jetzt auch uns gar nicht irgendwie ärgern. Nach vorne hin, die ziehen da wirklich davon. Podium habe ich mir da eh nicht erwartet. Doch ich habe da hinter mir eine Dreiergruppe, die wirklich jeden Fehler ausnutzen wird. Meine Reifen sind zwar gleich alt wie die von Leclerc, Verstappen ist eine Runde älter. Ja, das wird auf jeden Fall ein Ding werden. Werden wir das Ganze rocken? Ich bin mir sehr unsicher. Jetzt hier noch einmal durch. Die einzigen Stellen, die es gibt, ist hier und Ende erste Kurve. Sollte er natürlich auch gut dran sein, kann man auch in Turn 2 überholen. Da ist aber natürlich wieder so ein bisschen, wenn du nicht gut positioniert bist, kannst du ja halt auch richtig den Kürzeren ziehen. Wie halt eben Leclerc gerade. Jetzt kommen wir aus der letzten Kurve endlich mal okay raus. Die Start- und Ziel, ich gehe hier schon rüber, dass er keinen Windschatten mehr bekommt. Die Start- und Zielgerade ist auch nicht sehr lang. Also das ist wirklich, da kann man wirklich gut arbeiten dran. Und auch Turn 1, da musst du eigentlich immer einen guten Exit haben, um halt auch hier nicht angegriffen zu werden. Jetzt war es wieder ganz knapp. Gott, das werden so lange 9 Runden werden. Und Charles Leclerc ist da wirklich ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn, wie der da drauf fällt. Das ist jetzt Runde Nummer 3 gegen Carlos Sainz. Rückblickend war es natürlich hier Herz mit X, weil wir hatten da sowieso keine Chance gehabt. Das ist, ja, was soll ich sagen, einfach nur Satz mit X. Runde 15, da geht Leclerc innen vorbei. Und das war auch so der einzige richtige Fight, der mir heute Spaß gemacht hat und Laune gemacht hat, weil ich ja sonst kaum Fights hatte. Und ja, Runde 16, das ist dann alles, was jetzt passiert ist, genau. Jo, da hält er drauf und ich habe gar nicht damit gerechnet, dass er da seine Nase reinsteckt. Das hätte noch viel gefährlicher ausgehen können, wenn uns da die Reifen verhacken. Und bei uns raucht's, Leute. Das ist so ein bisschen der Nachteil des Motors. Und ach du Kacke, der hat da kaum was gesehen durch diesen Nebel. Mann, das ist so nervig. Warum raucht dieses Scheißteil? Wenn es dann wirklich, Mann, wirklich, das ist, guck dich das an, Runde 22. Und da ist Albon jetzt mittlerweile auf den wunderbar 11. Platz. Da will er links vorbei und geht dann doch noch rechts vorbei. Und ja, das ist schon ein bisschen hartes Fighting hier. Es ist halt dumm, weil wenn ich zurückgucke, sehe ich nur diesen Nebel. Ich sehe zwar diese Pfeile und so, aber es ist halt wirklich sehr, sehr nervig. Albon jetzt hinter uns und mittlerweile hat sich da wirklich eine Riesengruppe gebildet, weil unser Motor auch richtig signifikant langsam ist. Der hat natürlich durch diesen Schaden, den er schon fortgeschritten hat, jetzt richtig an Power verloren. Wir kommen auf der Geraden gerade mal auf einen Topspeed von knapp 300 und da fährt man normalerweise ja safe so 15 bis 20 km mehr. Ich bin vermutlich mit DRS langsamer als die Unity DRS. Also ja, es ist schade. Ich geglaubt, dass man auf so einer Strecke wirklich besser sein kann. Podium wäre auch knapp gewesen, aber Sainz richtig strong noch Zweiter geworden. Hamilton holt sich das hier locker, der ist dann nochmal 3-4 Sekunden weg und wir sind jetzt auch in der letzten Kurve. Lewis gewinnt und schreibt Geschichte. Er gewinnt 9 Mal auf einer Strecke. Tolle Leistung. Wir haben es noch nicht ganz geschafft. Da drückt jetzt noch einmal einer an, aber das reicht. Es ist der 4. Platz. Es sind 12 Punkte. Das ist so wichtig. 12 wichtige Punkte.
Dennoch ein Rennen, was eher zum Vergessen war, denn wenn es nicht diese Strecke gewesen wäre, hätten wir, glaube ich, kaum eine Chance gehabt. Das war eine Leistung, auf die unsere Sieger des Großen Preises von Ungarn eindeutig stolz sein können. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es bei Mercedes heute Abend sicher reichlich zu feiern geben und sie haben es sich auch verdient. Das war das Podium. Zwei Briten drauf und ein Spanier. Da wird auf jeden Fall Englisch gesprochen. Für heute war es das aber mal. Ich bin sehr, 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 sehr froh, dass wir das Ganze heute gut überstanden haben. Richtig viele fette Punkte mitgenommen haben. Es geht kaum mehr besser. Es geht wirklich kaum mehr besser. Wir nehmen hier unfassbare 13 Punkte mit, weil keiner mehr unsere schnellste Rennrunde schlagen konnte. Lewis war nur ein paar Tausendstel langsamer. Michael leider nur 15, ich hätte mir da echt mehr erwartet von ihm, der war so strong im letzten Rennen und dann heute zu schwach, obwohl das Auto eigentlich okay war. Weltmeisterschaft sind wir jetzt auch gut und auch in der Konstrukteurs-WM konnten wir uns ein bisschen absetzen von dem McLaren, das wird eine noch harte zweite Saisonhälfte, das kann ich auf jeden Fall prophezeien, obwohl wir noch in der ersten sind, aber morgen oder übermorgen kommt dann das letzte Rennen in Belgien der ersten Saisonhälfte und dann werden wir mal gucken. Also Teamkollegen mussten wir schon einen neuen auswählen, weil das ja der Bug ist. Und ja, unser Team, unser Rivale hier, 16-13, Perez sehr stark, wie zu erwarten eigentlich, weil Perez ist ja im besseren Ort natürlich sowieso stärker. Im Qualifying nimmt uns der so auseinander, 17-16 und ja, das oben rechts habe ich schon erklärt, da gibt es 12 Millionen am Ende der Season, also da kacke ich jetzt mal drauf, ob sie mir so 100.000 pro Woche geben, wenn ich wirklich 12 Mille am Ende der Season bekomme. Ich weiß aber nicht, das nämlich, ob das jetzt am Ende vom, ich weiß nicht genau, wenn das kommt, wie lange diese Partnerschaft noch geht. Ich freue mich aber dennoch extrem, dass ihr heute dabei wart. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Solltet ihr noch mehr Bock haben, schaut unbedingt gerne auf jetzt-tobi auf TikTok vorbei. Links mal alle unten in der Bio und auch gerne auf it-gaming auf Instagram. Links immer, wie gesagt, alle unten in der Bio. Danke, danke, danke für euren Support. Falls ihr nicht habt, würde ich mich gerne über ein kostenloses Abo freuen. Und noch gerne über ein Däumchen oben. Wir sehen uns hoffentlich morgen oder später hier noch einmal und ciao.